Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kapitel 6 der Grundlagen der Funktionalanalysis. Wir waren letztes Mal stehen geblieben beim Lemma 6.6, das sagte, dass wenn wir eine Funktion betrachten, die im Tensorprodukt von f von m mit dem Vektorraum e selbst liegt, dass diese automatisch endlich dimensionales Bild hat. Und im Beweis haben wir gesehen, dass es sogar noch mehr ist, und zwar eine Äquivalenz. Das heißt, wenn wir eine Funktion mit endlich dimensionalem Bild haben, dann können wir sie schreiben als geeignete Menge von Tensorprodukten. Wir wollen jetzt zum anfangs angekündigten Resultat zur Approximation kommen und brauchen dafür allerdings wieder eine kleine begriffliche Vorarbeit, nämlich den der konvexen Hülle. So, und zwar wollen wir quasi eine Menge betrachten auf einem Vektorraum und wollen dann eine Menge definieren derart, dass diese Menge zum einen die gewählte Menge enthält und zum anderen aber konvex ist. Das heißt, wenn ich zwei Punkte suche oder wenn zwei Punkte fixiere in der Menge, dann ist die gesamte Verbindungslinie auch wieder in der Menge. Und das realisieren wir über die sogenannte konvexe Hülle und da lernen wir jetzt in Definition 6.7 zwei äquivalente Formulierungen kennen. Also, was habe ich gesagt? Wir nehmen uns einen K-Vektorraum E und zwar derart, dass eben V eine Teilmenge von E sei. Und dann definieren wir uns mal die konvexe Hülle. Die bezeichnen wir einfach mit so einem kleinen CO von V. Und das ist der Schnitt über alle Obermengen, also über alle Mengen, die V enthalten. Und zwar derart, dass A eine Teilmenge von E ist und selber konvex ist. Das ist ein bisschen sperrig am Anfang, aber man kann sich das ganz leicht vorstellen, wenn man hier so einen Polygonzug nimmt, stellt sich das im R2 vor und man möchte dazu eben, also wenn das jetzt das Innere hier ist, und möchte dazu die konvexe Hülle bilden, dann muss man eben entsprechend alle Furchen oder alle Einkerbungen sozusagen glätten. Das heißt, man würde hier entsprechend, das soll jetzt gerade sein, das möchte ich vielleicht noch dazu sagen, das ist nur mit dem Tablet immer super schwierig, dann wäre das entsprechend, wenn ich das dazu nehme, die konvexe Hülle, das heißt, das alles wäre CoV und das ja, weiße hier eingefärbte, das wäre nur V. Das ist also geometrisch das, was mit der Bildung einer konvexen Hülle passiert. Und das können wir noch auf andere Art und Weise charakterisieren, die manchmal ein bisschen einfacher zu handhaben sind. Das sind nämlich die Menge aller sogenannten endlichen Konvexkombinationen. Das ist die Menge über alle Summen j gleich 1 bis n. Dann kommen irgendwelche Alpha j x j, und zwar folgendermaßen. Naja, das n, das soll eine natürliche Zahl sein, sonst wird das schwierig mit dem Summieren. Die xj, die sollen eben gerade Elemente unseres Vektorraums sein. Ja, und diese Alpha j, die sollen so gebaut sein, dass sie in der Summe 1 ergeben. Wenn man das jetzt im zweidimensionalen macht, wären das also gerade alle Konvexkombinationen gerade sowas hier. Das wäre Betrag sx plus Betrag ty für Betrag s plus Betrag t gleich 1. Das nur so am Rande erwähnt. Also so würde das in konkret aussehen, wenn man das jetzt auf eine fixe Dimension n packt. Das wären also alle Konvexkombinationen. Und wenn man davon eben alle nimmt, für alle n aus n, dann bekommt man auch die konvexe Hülle raus. Gut. Ich möchte mir jetzt sparen, da nochmal groß was dran zu schreiben. Es steht ja alles im Skript, wie das Ding jetzt genau heißt. Wir werden damit jetzt halt arbeiten. Und damit werden wir jetzt auch zunächst mal den Satz, also diesen Approximationssatz, formulieren. Und dann werden wir diese zweite Charakterisierung über diese Konvexkombination nutzen, um diesen Satz eben zu beweisen. Also das ist der Approximationssatz. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, wir hatten bis jetzt in diesem Kurs nur ein einziges Theorem. Das war nämlich der Satz von Asela Ascoli. Und das hat auch seinen guten Grund, denn Theoreme, zumindest wenn ich diese Nummerierung vornehme, das sind wirklich nur Sätze, die eine sehr, sehr herausragende Rolle in der Theorie spielen. Und da gehört der Satz von Asela Ascoli zu. Und ich glaube, bis Kapitel 12 haben wir kein weiteres Theorem. Zumindest wenn mir jetzt nicht noch eins auffällt. Also das wird immer nur sehr pointiert sein, aber dafür kann man sich sicher sein, wenn irgendwo mal Theorem steht, dann ist es was Wichtiges oder historisch bedingt. Gut,
Was müssen wir, also machen wir im Approximationssatz? Wir wollen halt irgendwas approximieren und dafür müssen wir uns erstmal ein geeignetes Setting schaffen. Dafür nehmen wir uns einen kompakten metrischen Raum. Und einen normierten Raum Y, in dem wir gleich eine Abbildung schießen lassen wollen. Und zudem nehmen wir uns eine stetige Abbildung zwischen diesen beiden Räumen, also F im C von KY. So. Und jetzt kommt im Wesentlichen die Aussage, dann gibt es zu Epsilon größer 0 immer ein G und das G liegt in den stetigen Abbildungen auf K im Tensorprodukt mit dem normierten Raum Y mit folgenden zwei Eigenschaften. Erstens, das G vom kompakten metrischen Raum komplett drin liegt in der konvexen Hülle von f von k. Das ist sozusagen ein Ausschöpfungsding, wenn man sich das so vorstellt, weil wenn man hier seinen kompakten metrischen Raum hat, hier liegt irgendwie der normierte Raum y und wir haben hier ja irgendwie unser f, das ist dann meinetwegen hier schießt auf f von k, das muss ja nicht notwendigerweise surjektiv sein, das heißt, das wäre jetzt f von k. Dann liegt g von k immerhin noch in der konvexen Hülle von f von k. Das heißt, wenn wir von diesem f von k jetzt hier mal einstrichen würden, die konvexe Hülle, dann haben wir eine sehr genaue Abschätzung, weil diese konvexen Hüllen sind in der Regel recht genau, eine sehr genaue Abschätzung dafür, wo g von k hinterher rauskommt. Das also nur so, was das jetzt hier bedeutet. Das ist also sozusagen eine gewisse Teilmengenrelation, die sagt, wo das Ergebnis denn ungefähr landen sollte. Und das Zweite, das ist jetzt die Approximationseigenschaft. Was heißt approximieren? Salopp gesagt, wir wollen die Norm der Differenz minimieren. Und hier heißt es Approximationssatz, weil dieses G steht so gebaut werden kann, dass die Norm von f minus g, also der Abstand zwischen den beiden, gemessen in der Supremumsnorm kleiner gleich Epsilon ist. Ja, genau. Das ist im Wesentlichen die Formulierung des Ganzen. Ja, und da müssen wir uns einmal überlegen, wie man das am besten macht. Und das ist jetzt tatsächlich einer der Sätze, wo im Beweis jetzt gleich mal ein bisschen der geleisteten Vorarbeit, die wir bis hierhin schon gemacht haben, auch wirklich zum Tragen kommt. Also der Beweis. Zunächst mal ist unser metrischer Raum K ein kompakter metrischer Raum. Das heißt, K ist insbesondere präkompakt, also ist K auch beschränkt. Das sind so ein paar Äquivalenzen aus Kapitel 4, beziehungsweise ein paar Folgerungen aus Kapitel 4. Und aus diesen Voraussetzungen holen wir jetzt mit dem Arcela-Ascoli Folgendes raus. Also an der Stelle wenden wir jetzt das erste Mal sozusagen den Arcela-Ascoli an. Wir holen raus, dass die Funktion f, die wir uns da gebastelt haben, gleichmäßig stetig sein muss. Warum? Weil nach dem Satz von Arcela-Ascoli aus diesen Voraussetzungen folgt, dass die Funktion Menge h, die nur aus dem f besteht, die muss gleichstetig sein. Nach dem Arcela-Ascoli. Und da die halt nur aus einem einzigen Element besteht, nämlich aus f, ist das f, was drin ist, halt gleichmäßig stetig. Einer der schönen Schlüsse, die man aus dem Satz von Arcela-Ascoli rausbekommt. Was heißt jetzt, f ist gleichmäßig stetig? Das heißt, in Formeln, wir finden einen Index n aus n, sodass die Norm f von t minus f von s kleiner wird oder kleiner gleich wird als das Epsilon. Ja, wofür? Für alle t und s, die nah genug aneinander liegen, nämlich die kleiner gleich sind als 1 durch n. Und dem geben wir, also dieser Formel hier, dem geben wir jetzt den Namen Sternchen für diesen Beweis. So, jetzt haben wir im Wesentlichen schon einmal die Kompaktheit ausgenutzt. Wir wollen aber jetzt aus der Kompaktheit noch was anderes rausziehen, denn kompakt heißt ja entweder Überdeckungs- oder Folgenkompakt. Und wir können jetzt ausdrücken oder ausnutzen, da K metrischer Raum ist, können wir einfach die Überdeckungskompaktheit nehmen, weil wir uns keine Sorgen machen müssen, dass wir irgendwelche Äquivalenzen erwischen, denn die sind ja beide gleich. So, das heißt, wir wählen uns jetzt einfach mal ein Netz raus, das K überdeckt. Also K besitzt durch die Kompaktheit ein endliches. Also das ist ein Wort, da geht wieder die Kompaktheit ein. Ein endliches, ja, 1 durch n-Netz zum Beispiel. Ne, man könnte natürlich irgendein Epsilon-Netz hinschreiben, aber wir können auch konkret ein 1 durch n-Netz nehmen. Und das können wir folgendermaßen zum Ausdruck bringen, dass es ein solches besitzt. Wir können sagen, K ist eine Teilmenge der Vereinigung
von j gleich 1 bis n, bis r. N ist ja schon belegt. Nein, noch ein mehr. Noch ein mehr. Da soll wieder endlich stehen. J gleich 1 bis r. Über irgendwelche uj. Und die uj können wir genauer spezifizieren. Das sind irgendwelche Umgebungen mit oder irgendwelche Bälle mit Radius 1 durch n um gewisse tj, die aber alle in k liegen. Das ist sozusagen eine Namensgebung für dieses 1 durch n-Netz, das da irgendwie drüber geschwurbelt wird. Und jetzt kommt als theoretisches Hilfsmittel eine Zerlegung der 1 ins Spiel. Also wir wählen nun eine Zerlegung der 1. Ja, die nennen wir Alpha J. Wie viel brauchen wir? Naja, so viele, wie wir Bälle haben. Bälle haben wir r Stück, also von J gleich 1 bis r. Und diese Zerlegung des, ja, der 1, die soll halt stattfinden bezüglich dieser, dieser endlichen Überdeckung hier. Also das sind sozusagen unsere UJs aus der Definition. Das möchte ich jetzt hier nicht dran schreiben, aber dazu ist es natürlich gemeint. Ja, und jetzt setzen wir eine Funktion fest. Und zwar setzen wir fest, g von t gleich. Das soll einfach die Summe j gleich 1 bis r sein über Alpha j mal die Funktion f ausgewertet an den Stellen der Überdeckung, also wo die Überdeckungsmittelpunkte sozusagen liegen. Weil wir haben hier ja eine Kugelüberdeckung, das heißt, wir können auch wirklich von Mittelpunkten reden. Ja, und das hier sind jetzt sozusagen alles Werte aus unserer Definitionsmenge. Und das sind ja alles Funktionen. Also insbesondere das ist eine Funktion. Und wenn wir uns jetzt angucken, wie haben wir gerade die konvexe Hülle definiert? Ja, das waren eben alle diese endlichen Konvexkombinationen. Der Vektorraum, den wir haben, ist jetzt der Raum der stetigen Funktionen. Das sind also quasi unsere fj's hier. Ja, und die alpha-j's, das sind halt einfach so eine stetige Zerlegung der 1. Also jetzt in unserem Fall. Und die erfüllen natürlich logischerweise diese Bedingung hier. Das heißt, diese Funktion g liegt auf jeden Fall in der konvexen Hülle. Und zwar von f vom gesamten metrischen Raum k. Und damit haben wir schon mal so eine Funktion g gefunden, die quasi den ersten Teil der Aussage erfüllt, nämlich, dass diese Funktion wirklich in der konvexen Hülle von f von k liegt. Wenn wir das haben, müssen wir jetzt also nur noch die Approximationseigenschaft nachweisen. Also, für t aus k rechnen wir jetzt einfach mal diese Normabschätzung nach. Also Norm f von t minus g von t. Ja, das tun wir in welcher Norm? Was habe ich hier rangeschrieben? In der Supremumsnorm. Ne, das heißt, wir müssten ja eigentlich nur das Supremum vorschreiben. Wir können aber natürlich auch erstmal hier einfach das abschätzen und dann hinterher rausgucken, was passiert. Also ich schreibe einfach Sub dran. So, das ist natürlich nichts anderes als, jetzt setzen wir ein. Das ist die Summe von j gleich 1 bis r. Das ist das, was aus g runterpurzelt. Und f von t ist ja im Wesentlichen einfach eine Konstante, wenn man das in Bezug zu j sieht. Das heißt, wir können das in diese Summe mit reinziehen. Das heißt, was hier entsteht, ist einfach Alpha j von t. Das kommt aus dem g. Und dann ziehen wir da hier hinten das f von t rein. Das heißt, wir haben hier stehen f von t minus f von t j. Und darum dann wieder unsere Norm gebastelt. Ja, jetzt nutzen wir die Dreiecksungleichung aus und ziehen die Norm nach innen. Das heißt, das ist kleiner gleich als Summe j gleich 1 bis r. Dann nehmen wir uns hier die Supremumsnorm von Alpha j. Alpha j von t. Mal eben die Norm f von t minus f von t j. Ruhig auch im Supremum gemessen. So, und jetzt wissen wir, okay, diese Alpha J war eine Zerlegung der 1. Das heißt, wenn Alpha J von T nicht 0 ist, dann gilt stets, dass das T, was wir einsetzen, in dem zugehörigen Ball bzw. in der zugehörigen Umgebung UJ liegt. Das heißt, wenn das hier vorne nicht 0 sein soll, dann können wir das hier hinten beliebig klein machen. Denn wir haben ja vorhin vorausgesetzt, dass dieses f gleichmäßig stetig ist. Also hier geht das gleichmäßig stetig rein für t minus tj. Also für hier t und hier tj.
Und wenn ich das jetzt hier angucke, dann ist das hier eben erfüllt. T minus TJ ist kleiner als so ein 1 durch n, wenn man hier in dem Ball drin liegt, also in der zugehörigen Umgebung. Das heißt, wir können das hier gleich machen sogar. Der Summe J gleich 1 bis R über die Norm Alpha J von T sub mal eben jenes Epsilon, was da oben drin steht, weil wir ja gerade in genau diesem zu diesem Alpha J gehörenden Ball UJ drin sind. Das heißt, wir können das für dieses spezielle Alpha J eben anwenden. Ja, das Epsilon können wir jetzt natürlich da rausschummeln. So, jetzt haben wir hier wieder einen falschen Bezug drin, weil hier steht wieder was von Formel 6.1, das wäre aber die Definition des Trägers. Kommst du jetzt her? Genau. Wenn wir jetzt sozusagen hier das Supremum draufballern, dann können wir das schreiben als Summe J gleich 1 bis R. Supremum, ja, wo kommt das T her? Das kommt her aus unserem metrischen Raum. Und dann nehmen wir hier nur noch Alpha J von T, ja, mal eben das Epsilon, was wir schon rausgezogen haben. Ja, und jetzt dürfen wir Supremum und endliche Summe vertauschen. Ach Quatsch, nicht in einer Reihe. Supremum T aus K, das dürfen wir vertauschen, weil wir eben nur endlich viele Summanden haben. Endlich viele Summanden, weil wir einen kompakten metrischen Raum hatten. Und dann steht hier hinten, wir summieren die Beträge von Alpha J auf. Alpha J war eine stetige Zerlegung der 1, das ist also insbesondere immer größer gleich 0, was da innen drin steht. Das heißt, wir können den Betrag weglassen. Diese Klammer ist jetzt dazu natürlich äußerst suboptimal. Da muss natürlich nur sich hier drauf beziehen. Und dann steht hier gerade das, was wir haben wollen, nämlich genau die stetige Zerlegung der 1 in der Form, wie man dann hinterher sagen kann, okay, das ist einfach 1. Das heißt, was hier steht, ist jetzt in der ganz langen Form Epsilon mal sub t aus k über die konstante Funktion 1. Das ist natürlich 1. Also kommt daraus Epsilon. Das heißt, diese Normabschätzung, die gilt tatsächlich. Und um das nochmal einmal kurz hier drauf zu schreiben, dass wir das hier nach Epsilon abschätzen können, das folgt aus diesem Sternchen 1 da oben. Und das Sternchen 1, das war gerade hier vorne die gleichmäßige Stetigkeit von f. Ja, wie gesagt, bei dem letzten Schritt geht halt ein, dass das Ding eine ZDE ist. Schreibe ich auch noch eben dran. Und damit folgt dann die Eigenschaft 2. Und das heißt, diese Funktion g, die da oben definiert ist, die erfüllt beide Eigenschaften. Und damit ist der Approximationssatz auch bewiesen. Gut. So viel dazu. Einzige, was mir noch ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist der Schritt von hier nach hier. Wir machen mal sicherheitshalber hier ein kleiner Gleichchen. Weil es wird maximal größer, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei einer endlichen Summe gleich bleibt. Gut, ich recherchiere das, ich schreibe das unten rein. Wenn man sein eigenes Skript nicht mehr lesen kann, dann ist auch irgendwas schiefgelaufen. Naja. So, damit sind wir auch fast am Ende fürs heutige Kapitel. Wir werden jetzt noch einen Satz beweisen, der zum einen eine interessante Aussage liefert und zum anderen nochmal auf das Tensorprodukt als Beweismittel zurückgreift. Und zwar wollen wir eine Aussage über die Separabilität eines Funktionenraums treffen. Das machen wir in Satz 6.9. Und dann sind wir für Kapitel 6 auch schon fertig. Und zwar brauchen wir dafür einen kompakten metrischen Raum, also so ähnlich wie gerade. Wir wollen auch vieles aus dem Beweis von gerade wiederverwerten. Und Y soll ein jetzt aber separabler normierter Raum sein. Separabel, das hatten wir in Kapitel 4 definiert. Das heißt im Wesentlichen nur, dass wir innerhalb von Y eine abzählbar dichte Teilmenge haben. Ja, und was dann daraus sofort folgt, dann folgt C von KY. Also der Raum aller stetigen Abbildungen von K auf Y ist separabel. Jo, und das müssen wir jetzt
natürlich beweisen, weil das ist so ein Resultat, das liegt überhaupt nicht auf der Hand, aber wir können sehr viel verwenden, was wir gerade oben in dem Beweis von Satz 6, 8 schon quasi vorgeleistet haben. Und der Beweis läuft jetzt grob in zwei Schritten ab, so habe ich ihn mir zumindest unterteilt hier. Und im ersten Schritt wollen wir jetzt zunächst mal wieder auf so ein Tensorprodukt raus. Und dafür müssen wir mal diese Zerlegung der 1, wie wir so oben im Beweis von 6, 8 genutzt haben, ein wenig ja, konkretisieren bzw. ein wenig ausnutzen. Also für festes n aus n, damit fangen wir mal an, ist die Menge. So, was nehmen wir? Wir nehmen einfach alle Funktionen Alpha j von j gleich 1 bis n bezüglich eines 1 durch n Netzes. Bezüglich des 1 durch n Netzes, weil das Ding ist ja wieder kompakt. Eines. Muss ja nicht unbedingt nur ein 1 durch n Netz geben. Sind wir mal spendabel heute. Eines 1 durch n Netzes. Genau, und diese Alpha J, die sollen einfach wieder so eine Zerlegung der 1 bilden, wie im Beweis von 6, 8. Ja, was ist diese Menge? Die ist endlich. Also diese Zn ist endlich, und zwar für jedes feste n aus n. Weil wir haben halt für jedes feste n aus n, können wir aufgrund der Kompaktheit des metrischen Raumes so ein 1 durch n-Netz angeben und darauf unsere Zerlegung der 1 bauen. Das ist also quasi so eine variable Variante. Und je höher das n, desto feiner ist die Zerlegung. Das kann man sich vielleicht so vorstellen. Also desto mehr Bälle brauche ich, aber desto kleiner sind die. Was heißt das dann für die Vereinigung? Die nennen wir Z. Das soll die Vereinigung aller dieser Geschichten sein, die ist dann natürlich abzählbar, weil wenn ich endliche Mengen vereinige und davon abzählbar unendlich viele, dann lande ich bei abzählbar unendlich vielen. Das ist soweit nicht verwunderlich, ist abzählbar. Darauf wollte ich hinaus. Zack. So, und das heißt, wir können uns jetzt wieder so ein G nehmen. Also definiere G wie im Beweis von 6, 8, Klammer auf, 2 Sternchen war das. Ich glaube, das 2 Sternchen habe ich hier oben gar nicht hingeschrieben, weil ich sowas immer gerne vergesse. Das ist diese Funktion hier, die einfach so diese Alpha J nimmt, die vorne aus der Zerlegung der 1 rauskommen und die dann mit dem f von tj der zugehörigen 1 durch n Überdeckung durchmultiplizieren und das Ganze dann aufsummieren. Nur in dem Fall haben wir hier oben halt ein n stehen. Das ist also nichts Neues. Ja, was ist dann der Fall, wenn wir das G so definieren, dann liegt das G ersichtlicherweise in Z getensort mit der Menge Y selber. Weil, wenn ich jetzt das G hier aufschreibe, habe ich ja da vorne die Alpha J, die liegen hier drin irgendwo, in irgendeinem der Zn liegt ja dieses Alpha J drin und dementsprechend kann ich das so aufschreiben. Und das wollen wir eben gerade benutzen. Und damit können wir jetzt unseren zweiten Beweisschritt machen. Und da wollen wir jetzt im Wesentlichen den Rest zeigen, nämlich dass c von ky wirklich separabel ist. Bis jetzt haben wir noch nicht ausgenutzt, dass y diese Eigenschaft hat. Das müssen wir jetzt also mal tun. Also y separabel. Das heißt, es existiert eine Teilmenge a Teilmenge y, die abzählbar dicht ist. Also insbesondere abzählbar und dicht. So, wenn ich jetzt aber eine abzählbare Menge habe in y, dann kann ich ja statt z-Tensort y einfach z-getensort mit a nehmen. Und das ist immer noch abzählbar. Weil ja eben a eine Teilmenge von y ist und ebenfalls nur abzählbar. Und jetzt nehmen wir uns mal eine stetige Funktion vor. Also zu f in c von ky. Was geben wir uns noch vor? Wir geben uns ein Epsilon größer 0 vor und wir wählen nun g. Woher wählen wir jetzt g? Aus dem Z getensort mit Y. Ja, wie im Beweis von 6, 8, 2 Sternchen. Also dieses g von t gleich Summe j gleich 1 bis n, Alpha j f von tj. Das steckt dahinter. Zudem müssen wir jetzt noch ein bisschen was vorbereiten. Wählen wir einfach noch AJ.
dieses aj soll jetzt aber in dieser abzählbar dichten Teilmenge liegen, also in a. Und zwar derart, dass die Norm f von tj minus aj kleiner wird als epsilon. Das geht für jedes epsilon, weil diese Menge a ist ja dicht. Wenn ich die also abschließe, kommt ganz y raus. Das heißt, ich kann jeden Wert in y, und f von tj sind ja Werte in y, weil darin schießt die Abbildung f ja gerade, kann ich beliebig genau durch quasi Folgen in a approximieren. Das ist sozusagen eine alternative Denkweise, wenn ich Dichtheit formuliere. Genau. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir definieren uns noch eine Hilfsfunktion h von t. Die soll einfach die Summe j gleich 1 bis irgendeinem r sein. Alpha j von t mal die aj. Da das r irgendwo in den natürlichen Zahlen liegt, liegt das insbesondere natürlich irgendwo in z drin, das Ding hier. Und wenn ich das aj hinten dran knalle, dann liegt es insbesondere irgendwo in z getensort a drin. Und damit kann ich jetzt mal nachrechnen, was passiert denn, wenn ich die Norm von h minus g bezüglich des Supremums ausrechnen möchte. Dann kann ich ja erstmal einsetzen. Für h setze ich gerade meine Hilfsfunktion ein. J gleich 1 bis r, Alpha j von t, verdammt, von t mal aj. Ja, und für das g setze ich dann natürlich einfach ein, was ich weiß. Also wie die vorher definiert war. Also j gleich 1 bis r. Was muss da jetzt hin? Alpha j von t, f von t, j. Das wäre ja so, wie g definiert ist. Mir fällt gerade auf, dass das r und das n irgendwann mal ein bisschen durcheinander gegangen sind. Das möchte ich vielleicht nochmal ganz kurz aufklären. Hier oben, da muss statt dem n natürlich wieder ein r hin, aber das bezüglich dieses konstanten 1 durch n Netzes. Und man kann natürlich auch mit weniger Mengen auskommen. Die sollen aber so sein wie im Beweis von 6, 8. Und dann kann man eben sagen, okay, z ist die Vereinigung all dieser zn. Und dann kann ich hier unten wieder mit einem r anfangen, weil so viele Funktionen habe ich an meiner stetigen Zerlegung. Das heißt, oben der Index, der war ein bisschen fehlerhaft. So, das Ganze schiebe ich jetzt hier in die Supremumsnorm. Das ist jetzt aber natürlich nichts anderes, als wenn ich die beiden Summen zusammenführe und das Alpha j einfach mal kackendreist ausklammer. So. Und jetzt ziehe ich die Norm mit der Dreiecksungleichung erstmal nach innen. Ich mache das jetzt mal ein bisschen schrittweise. Ich habe das hier ein bisschen gröber stehen, aber ich möchte auch, dass das irgendwie verständlich rüberkommt. Dann steht hier die Norm von Alpha J von T in der Supremumsnorm. Ja, mal eben die Norm von AJ minus F von TJ in der Supremumsnorm. So. Das hier vorne, das kriegen wir gleich wieder so wegdiskutiert, wie wir es oben schon mal gemacht haben. Wir nehmen das Supremum hier rüber, ziehen es raus, dann bleibt der Betrag hier drin stehen. Die Dinger sind eh positiv, also ist das hier vorne quasi 1. Und das hier hinten kann ich abschätzen durch Epsilon, weil ich habe ja hier vorne vorgenommen, dass ich quasi die AJ so gewählt habe, dass diese Norm hier, das ist ja schon in der Supremumsnorm gewählt, das hätte ich nur vielleicht hinschreiben sollen, dass das eben kleiner ist als Epsilon. Das heißt, das hier ist immer kleiner als Epsilon. Machen wir noch einen Zwischenschritt. Das Epsilon ziehe ich raus und dann diskutiert man hier eben durch die Zerlegung der 1 das Ganze zu einer 1. Das heißt, was kommt raus? Dass das kleiner ist als Epsilon. Und jetzt sind wir fast fertig, denn jetzt wenden wir unseren Approximationssatz an, den wir gerade bewiesen haben. Das heißt, aus 6.8 folgt jetzt das Norm h minus f. Ich habe jetzt bewiesen, dass die Norm von h minus g etwas tut. G lebt in z getensort mit y. H lebt in z getensort mit a. A ist aber dicht. Das heißt, ich kann jetzt quasi über das h Rückschlüsse ziehen auf das f. Das heißt, ich kann jetzt betrachten, über das g Rückschlüsse ziehen auf das f. Das heißt, ich kann jetzt betrachten, was ist denn die Supremumsnorm von h minus f. Das ist dann einfach die Summe j gleich 1 bis r über diese Alpha j von t a j minus f in der Supremumsnorm. Und das ist jetzt eben durch die Aussage von 6.8 und der Vorüberlegung, dass das hier mit h minus g kleiner epsilon ist, das hier kleiner als 2 epsilon.
Was heißt das? Ich habe jetzt Funktionen genommen. Wo haben wir sie? F in C, K, Y. G in Z, getensort Y. Und H in Z, getensort A. Und was habe ich damit jetzt insgesamt gezeigt? Ich habe gezeigt, dass im Wesentlichen ich H sowohl durch F als auch durch G beliebig gut approximieren kann. Muss mal gerade ganz kurz einmal was nachgucken, weil ich mir gerade nicht ganz sicher bin, was wir hier, ob ich nicht mich irgendwo mehr wieder verschrieben habe, aber das sieht alles ganz sauber aus und eigentlich habe ich das, eigentlich hat das, was ich gerade gesagt habe, auch einigermaßen Sinn ergeben. Jetzt müssen wir natürlich nur einmal kurz die richtige Textstelle finden. Ist jetzt zwar eigentlich alles gut. H minus G, genau, und H minus F. Alles genau richtig. Wunderhübsch, so mache ich das gerne. Also wie gesagt, ich habe jetzt gezeigt, dass ich H sowohl durch F als auch durch G beliebig genau approximieren kann. Was heißt das? Naja, ich habe hier oben hatte ich ja das G. Das war ja hier in Z getensort Y. Und hier habe ich unten jetzt das F. Das F liegt aber in C von K. Das heißt, diese Menge Z getensort A, die liegt dicht in C von KY. Und da gehört sie auch hin in dem Sinne, ne? Das heißt, hieraus folgt dann sofort Z. Ein Tensorprodukt mit A ist dicht in C von KY. Und vorher hatten wir ja auch gesagt, diese Menge hier ist abzählbar. Das hatten wir vorher festgestellt, ganz am Anfang vom zweiten Schritt des Beweises. Das heißt, wir haben hier eine Teilmenge gefunden in C von KY, die zum einen abzählbar ist, zum anderen dicht. Das heißt, wir haben in C von KY eine abzählbar dichte Teilmenge gefunden. Und das heißt, C von KY ist separabel. So. Und damit ist der Beweis für diese Aussage auch durch. Das heißt, hier findet dieser Approximationssatz unbedingt Anwendung, ne? Weil damit haben wir jetzt sofort hinterher rausgeholt, dass eben diese Abschätzung durch die 2 Epsilon gelten muss. Denn was haben wir hier im Prinzip hinterstecken? Ich möchte das nochmal versuchen, ein wenig aufzuhellen. Hier steckt im Wesentlichen hinter Norm H minus F. Sub. Das ist das gleiche wie Norm H minus G sub. Kleiner gleich, Dreiecksumgleichung, plus Norm G minus F. So. Hoffe ich. So, H minus G sub hatten wir ja kleiner als Epsilon. Das war die Rechnung hier. So, und G minus F. Was hatten wir denn da? Wir haben das G definiert. Das G ist definiert wie in 3.6.8. Das war definiert auf Z getensort mit Y. Das ist also auch kleiner als Epsilon nach diesem 6,8er. Und damit hat man dann hier hinten eben entsprechend die Abschätzung kleiner als 2 Epsilon. Also hier hinten, da geht der 6,8er rein. Und der vorne die Abschätzung, die hatten wir ja vorher nachgeXt mit der Supremumsnorm. Das war der Teil hier. Und damit hat man eben diese kleiner als 2 Epsilon. Das heißt, wir haben diese Approximationseigenschaft und damit haben wir die Dichtheit von Z getensort mit A im Raum C von KY. Und damit ist der Beweis durch. Ich hoffe, das hat es nochmal ein bisschen verdeutlicht. Gut, das wäre es für Kapitel 6. Ich möchte schon mal einen kleinen Ausblick auf Kapitel 7 geben. Und da werden wir uns nämlich beschäftigen. Denn da werden wir uns nämlich beschäftigen mit so speziellen Funktionenräumen, die unter Umständen, also je nachdem, was man damit tut, auch mit Tensorprodukten beschrieben werden können. Da werden wir gar nicht so direkt darauf eingehen. Das ist eigentlich so ein kleiner Rundumschlag, aber ein sehr interessanter, wie ich finde. Insbesondere werden wir uns anschauen, den Raum aller stetigen Funktionen mit kompaktem Träger. Schon mal so vorweg, Hölder stetige Funktionen werden wir uns anschauen und insbesondere differenzierbare Funktionen, und werden da so einige nette kleine Ergebnisse erzielen, die sich erstens ganz gut sehen lassen und zweitens auch in ihrer Anwendung von sich aus her ganz nett sind. Gut, das wäre es von meiner Seite. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kommentare habt, immer ab damit. Und ansonsten bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat erstens ein bisschen Spaß gemacht und zweitens ein bisschen was
geholfen oder ein bisschen eine Erleuchtung oder einen Aha-Effekt erwirkt. Und in diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal und damit tschüss.